Hi, ich begrüße euch hier bei herrlichstem sonnigen Wetter, aber der Schein trügt. Ich habe vorhin auf mein Handy geschaut, ich will gerade los zum Angeln. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Guckt mal da oben bei Cremona, was da los ist. Der Fluss geht hoch wie eine Wand. Hier unten haben wir aktuell noch normales Wasser. Ein Meter über normal, der Fluss Pegel ist stagniert, also passiert gar nichts. Die Wasserfarbe ist auch ganz easy going. Und jetzt kommt von oben, vom Oberlauf her, richtig eine Welle auf uns zu. Ich nehme euch mit. Ich zeige euch ein bisschen, wie ich vorgehen werde. Ich werde mir jetzt auch erstmal ein paar Plätze anschauen. Habe noch keinen genauen Plan, was ich tun werde. Ich weiß auch noch nicht genau, was an Wasser überhaupt auf uns zukommt. Mein Boot ist gepackt. Alles soweit drauf vorbereitet, dass ich alles dabei habe, was ich eventuell brauchen könnte. Der Motor läuft warm. Es war etwas dreckig. Finny liegt da vorne drin. Dieser Schöpf von den letzten Angeltagen. Naja, schauen wir mal, was da für eine Welle auf uns zuschwappt und ob wir diese mitreiten können. Ich nehme euch mit. Ich zeige euch, wie ich vorgehen werde. Was mir passieren wird, was ich erleben werde da draußen. Auf geht's, Abfahrt. Hey, it's amazing. The subtle games that you are playing. And you don't even know I exist. But you have got me on your hit list. Call you a sexual and bad. And now you got this on your conscience. Because now I'm unresponsive. Einfach jetzt eine Entscheidung zu treffen. Finny hat die Nase im Wind, die riecht schon die Welse. Ich bin mir noch nicht richtig sicher, was jetzt das Richtige ist. Ich schätze mal, dass mindestens 2 Meter auf uns zukommen. Fakt ist allerdings, dass das Ganze noch bestimmt 10, 15 Stunden dauert. Der Anstieg beginnt ja relativ weit oben. Also wird das Wasser heute Nacht irgendwann hier ankommen. Das Echolot verkündet Flachwasseralarm. Aktuell haben wir jetzt hier eine Wassertiefe von 90 cm. Aber ich denke hier, dass dieser Bereich später wirklich, wenn die 2 Meter da sind, richtig interessant werden könnte. Drüben haben wir steile Kante, ganz viel trockenem Gras und hier drüben das Ufer schaut auch wirklich gut aus, aber es muss erst das Wasser da sein. Aktuell ist es noch eigentlich Quatsch, sich hier festzumachen. Ich weiß nicht, wie schnell das Wasser kommt, es kommt definitiv. Ich werde es probieren. Ich suche mir jetzt hier einen sicheren Ankerplatz, schon wieder Flachwasseralarm. Ich suche mir jetzt hier einen sicheren Platz fürs Boot, wo ich es schön reinhängen kann. Ich werde dann drauf spekulieren, dass die Welle kommt und wir sicher und vor allen Dingen erfolgreich drauf mitreiten können. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir sind angekommen, liegen sicher vor Anker, hoffe ich zumindest. Ich habe mich doch erstmal gegen das Überschwemmungsgebiet entschieden, was hier im oberen Bereich liegt. Bin erstmal unten am Auslauf geblieben.
Also wir beangeln jetzt hier das Einzugsgebiet und hoffen, dass die Fische, wenn das Wasser dann richtig anfängt zu steigen, hier drüben reinziehen. Und da will ich erstmal die unteren Zugänge jetzt zumachen und dann morgen sehen wir weiter, was da kommt. Ich habe das Boot hinten an einem relativ hohen Baum festgemacht, dass ich es schön nachrücken kann, und vorne den Anker auch an einem relativ hohen Baum hier auf so einer kleinen Insel mitten im Po gesetzt. Momentan bin ich noch ein bisschen dabei, das Boot aufzuräumen, alles ein bisschen zu trocknen. In den letzten Tagen hat es ja einiges an Regen gegeben, ist alles ein bisschen feucht geworden. Und wenn man einen Hund dabei hat, sieht das Boot natürlich auch immer dementsprechend nicht so sauber und aufgeräumt aus, wie wenn man keinen Hund dabei hat. Aber das macht man natürlich gerne für den treuesten Begleiter, den man als Wallerangler haben kann. Jetzt mal zum Plan. Ich habe hier drüben zwei Stöcke schon mal gesteckt und alles mal rausgeschmissen, was ich im Boot aktuell nicht brauche. Kann sein, dass ich das heute Abend alles wieder aufs Boot draufsetzen muss, weil die Insel ist jetzt maximal, sag ich mal, 1,30 Meter über Wasser noch. Und wenn 2 Meter, vielleicht auch mehr kommen, wird das alles irgendwann jetzt absaufen. Aber mit den Bambusstöcken kontrolliere ich jetzt erstmal, wie schnell das Wasser steigt, um mir auch einen Plan machen zu können, wie ich angeltechnisch vorgehen werde. Aktuell habe ich im Kopf, da drüben auf dieser Spitze den Bomberhunterstick zu stecken und dort einen Köder an der Oberfläche zu präsentieren. Da drüben, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, fahren wir nachher noch zusammen rüber, sind mehrere Baumreihen im Wasser. Dort würde ich gerne einen Köder an der Oberfläche präsentieren und hier runter zu, wo das Grasland ausläuft von der Insel, die Inselspitze. Dort würde ich wahrscheinlich eine U-Pose setzen. Das Wasser ist hier drüben noch relativ flach, 90 cm unterm Boot. Bis heute Abend kann das locker 1,30 Meter, 1,40 Meter haben, je nachdem, wie schnell die Flut auf uns zukommt. Und so denke ich, habe ich den Einlaufbereich hier komplett abgedeckt. Nur der Versuch macht klug. Wir probieren es aus, sehen morgen früh auf jeden Fall dann weiter, was das Wasser macht, ziehen dann morgen früh vielleicht hier ins Hinterland schon rein, wo wir vorhin gucken waren. Jetzt gibt es erstmal noch schnell Happa Happa. Einer von meinen Ködern hat es nicht überlebt, die lange Blattsuche. Und wir angeln ja sehr nachhaltig. Der wandert jetzt erstmal in die Pfanne. Stärkung, und dann geht's los mit dem Auslegen. Der Kollege hat es nicht geschafft, beziehungsweise wird es nicht schaffen, die Nacht an der Route zu überleben. Kommt er jetzt schnell in die Pfanne. Weggeschmissen wird nichts. Wir haben was im Bauch. Und der Köderfisch hat seinen Zweck, wenn auch in anderer Form oder besser gesagt Art und Weise erfüllt. Happa Happa. Welcome on board hier auf meinem Swisscat. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie wir hier hausen. Bin ja alleine mit Finny unterwegs. Der da drüben ihr Schlafgemach. Ich schlafe hier drüben. Und ich mache mir jetzt auch erstmal überhaupt keinen Stress. Wir haben 13 Uhr, was das Auslegen betrifft. Ich will erstmal warten, wann jetzt hier die ersten steigenden Fluten ankommen.
kommen bzw. eintreffen bei uns, wann das Wasser sich eintrübt. Und umso später ich meine Ausleger anbringe oder meine Montagen setze, desto sicherer oder gewisser ist es auch für mich, was das Wasser macht und welche neuen Angelplätze dann in der steigenden Flut sich herauskristallisieren. Also der Plan bleibt bestehen, flussab eine U-Pose, gegenüber auf die Sandspitze auf jeden Fall den Bomberhunter-Stick, also eine Top-Water-Montage, und aufs andere Ufer rüber auch eine Top-Water-Montage am Frontzone-Blei. Aber jetzt gibt es erstmal Happa Happa und dann gucken wir uns mal den Angelplatz in Ruhe an und beginnen langsam die Fallen scharf zu machen. Wenn man alleine auf dem Boot unterwegs ist, hat man natürlich göttlichen Platz. Ja. Hier drüben habe ich so meine Koch-Area eingerichtet. Hier drüben auf meiner Seite steht meine Yarozell, die ist für die komplette elektronische Versorgung hier an Bord zuständig, also Kameras aufladen, Handy laden, alles Mögliche, was geladen werden muss. Echt ein geiles Teil. Genau. Schlafbereich hier hinten, das kennt ihr ja. Und dann geht es auf direktem Wege raus in die Routen. Schlauchboot ist hier drüben neben dem Boot zum freien Wasser hin befestigt. Und dann sind wir perfekt eingerichtet. Finny chillt. Ja, Finny, fangen wir an Wels heute Nacht? Sag mal was. Naja, sie ist sich noch nicht ganz sicher. Ich denke schon, dass was kommt. So, das Öl ist heiß. Forelle kommt in die Pfanne. Ja, wer da seine Köderfische wegschmeißt, ist selber schuld, oder? Das sieht doch richtig, richtig lecker aus. Es ist später Nachmittag, die Sonne geht langsam unter. Definitiv an der Zeit, langsam die Montagen auszulegen. Es wird jetzt auch etwas ruhiger. Heute Mittag waren noch relativ viele andere Bootsfahrer hier unterwegs, einheimische Angler, Jäger und so weiter und so fort. Jetzt kehrt Ruhe hier am Fluss ein. Und jetzt beginnt die Zeit des Jägers. Bisher ist noch nicht viel von der Flut oder von der Welle zu merken, die auf uns zukommt. Das Wasser ist jetzt vielleicht 20, 30 cm gestiegen. Aber es ist noch nicht eingetrübt, es ist noch nicht dreckig. Es kommt noch kein richtiger Schaum den Fluss runter, was ja immer ein Anzeichen ist für schnell steigendes Wasser. Schauen wir mal. Im Hintergrund seht ihr mein Boot stehen. Wir haben hier in dem Uferbereich noch ganz, ganz flaches Wasser. Aktuell 80 cm. Aber wenn der erste Meter da ist, haben wir hier 1,80 Meter. Und dann ist das definitiv ein geiles Areal. Hier mit dem ganzen Gras im Uferbereich. Da suchen die Fische dann, um Nahrung zu machen, um zu rauben. Ich fahre jetzt mal die Insel ganz runter. Schau mir das an, ob es irgendwo eine kleine Kante gibt. Und da werde ich dann definitiv die U-Posen-Montage einsetzen. Ich kann hier schön meine Schnur umlenken, habe auch noch einen Umlenker dabei, um die Schnur aus dem Wasser rauszukriegen. Denn wenn das Wasser steigt, wird auch einiges an Holz, was hier los im Ufer drin liegt, losschwimmen. Und das ist natürlich wichtig, dass man seine Schnüre aus der Gefahrenzone bringt. Hier geht es jetzt langsam runter. Ich zeige euch das mal. Hier fällt es jetzt richtig ab. Ich mache mal den Motor aus und kontrolliere mal die Strömungsgeschwindigkeit, wie schnell wir hier sind. Aber das sieht doch echt gut aus. Und hier unten geht es von der Insel, wo ganz oben hinter der Ecke versteckt mein Boot liegt, sodass es die Fische, die hier das Areal einschwimmen, nicht merken.
Hier geht es in den freien Fluss raus. Ist doch ein geiler Spot, finde ich. Und hier haben wir aktuell jetzt schon 2,20 Meter. Läuft schön hier an der Graskante. Das sollten doch die Waller mögen. Hier kommt jetzt die Spitze. Sollte doch definitiv ein Einzugsgebiet sein. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, ob hier heute Nacht was geht. Bin gespannt. Ich suche mir jetzt erstmal einen systematisch guten Platz für meinen Umlenker, um die Schnur zum Boot hin zurückzulenken. Da unten seht ihr ja die Spitze, da wird der Köder abgelegt und jetzt muss ich mit der Schnur irgendwie hochkommen. Ich fahre jetzt hier mal langsam ins Ufer rein. Das sieht doch gut aus, die Kante fällt ganz steil ab. Hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen Luft dann nach oben. Sicher setzen, das ist ganz wichtig, denn sonst ist er morgen früh weg. Jetzt fahre ich den mir schön aus hier. Das schaut doch gut aus. Das Ding steht. So, und jetzt holen wir die Rute und legen die U-Pose schon mal ab hier an der Inselspitze. Meine Montage ist ganz einfach gehalten. Unten dran die Haarmontage. Eine der fängigsten Montagen für das Angeln im Fluss. Ich glaube, das Video habt ihr letzte Woche bereits gesehen, wie die perfekt zusammengebaut wird. Oben drüber eine 10 Gramm Z3 U-Pose. Die mag ich sehr gerne bei solchen steigenden Wasserverhältnissen, weil diese U-Pose schön Druck vor dem Köder macht. So, dann bringen wir mal den ersten Köder, die erste Falle ins Wasser. Ich nutze eine 40er Reißleine beim Angeln mit dem Stein. Ich binde mir dann immer so eine Schlaufe und nehme die doppelt. Ich setze meinen Köder schon mal ins Wasser und führe ihn leicht am Boot mit, während ich den Platz suche, damit er schön fit bleibt hier in dem Revier. In dem Gebiet, wo der Film gerade entsteht, dürfen wir mit lebenden Köderfischen angeln. Also bitte keine schlechten Kommentare. Hier drüben seht ihr schon die ersten Hölzer durchkommen. Also es beginnt die Party mit dem steigenden Wasser. Wird heute Nacht auf uns zukommen. Ich hoffe, dass nicht allzu viel Dreck mitkommt, denn dann wird es nachts echt brenzlig. So, jetzt suchen wir uns mal den perfekten Platz. Lieber ist es mir eigentlich immer in der Hochwasserphase, also am Höchstpunkt, in die fallende Phase rüber zu angeln. Dann weiß man genau, wo das Wasser steht und wo es hingeht und welche Gebiete leer laufen, und die Zugrouten der Fische kann man perfekt erkennen. Wenn das Wasser dann plötzlich kommt, ist es schon viel Spekulation, denn keiner weiß genau, wie schnell die Flut auf uns zukommt.
Hier durch die Insel bin ich natürlich auch perfekt geschützt. Größere Holzmengen, die auf jeden Fall heute Nacht lostreiben werden, werden gegen die Insel prallen und nicht gegen mein Boot oder meine Ankerschnur. So, ich bin jetzt genau hier vorne an der Spitze der Insel. Ein kleines Stück kann ich noch zurück. Und werde ganz dicht hier an der Graskante den ersten Köder setzen. Ich ziehe meinen Stein immer noch ein bisschen mit, dass ich genau in die Kante reinkomme. Und ab geht die Post. Ich versuche jetzt gleich meine Schnur nach dem Ablegen aus dem Wasser rauszubekommen, um nicht Gefahr zu laufen, Treibgut oder sonstiges hier in der Schnur einzusammeln. Die Gefahr habt ihr immer, wenn das Wasser plötzlich anfängt zu steigen. Legt hier erstmal ein bisschen über die Sträucher drüber. Hier kommt jetzt mein Umlenker. Die erste Falle ist scharf. Noch eine frische Glocke drauf. Mit dem Cat Light Depot habt ihr immer genug am Start. Damit wir auf jeden Fall auch aufwachen, wenn ein Waller beißt. Grüße aus den Hecken. Die zweite Rute ist am Start. Es wird jetzt doch schneller dunkel als erwartet. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen früher anfangen sollen. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Wir befinden uns jetzt direkt gegenüber von meinem Boot. Da drüben steht es. Und hier ist so ein typisches Grasgebiet, wo das Wasser jetzt langsam sich den Weg reinbahnt und hier schön rausströmt. Ich habe Schutz von oben durch die ganzen kleinen Bäumchen, dass hoffentlich nicht zu viel Treibgut durchkommt. Und genau hier in dem Bereich wird die nächste Rute gesetzt. Ich zeige euch nochmal schnell die Montage. Haarmontage wie gewohnt. Und darüber das Glow in the Dark Frontzone Blei, 40 Gramm. Der Fisch soll schön in der Tiefe bleiben, der Köderfisch. So, ich werde jetzt mal alles hier in die Hecken reinbinden. Ich binde möglichst weit oben an und hoffe, dass kein großer Baum mit so einem Ast, der dann nach oben rauswinkst, heute Nacht hier durchkommt und mir alles mitnimmt. Ich habe hier eine Wassertiefe aktuell noch von 1,50. Montiere mir hier einen ganz leichten Ausleger. Ich muss weit, weit spannen. Viel Gewicht ist da fehl am Platz. Das müsste alles dann mit der Rutenspannung anheben. Ganz leichte Ausleger benutzen. Das ist das Beste. Reflektorband oben dran, damit man dann auch bei Nacht dann wieder findet. Ist gar nicht so einfach, wenn man alleine ist.
dem Fall immer Ruhe bewahren, alles in Ruhe machen und dann klappt es auch super. Ich halte mein Boot jetzt langsam hier in der Strömung. Köderfisch ist auf dem Haken. Jetzt muss ich noch die Tiefe einstellen. Ich stelle den Köder so ein, dass er knapp über Grund seine Bahn zieht, schön dicht über dem Gras. So. Und Abfahrt. Da hinten im Hintergrund seht ihr die Montage. Freestyle Top Border Montage kennt ihr. So, die Rute ist scharf und jetzt gucken wir uns mit dem letzten Licht noch die Spitze da drüben an, die Sandspitze, und dann haben wir es geschafft. Dann lassen wir hier Ruhe einkehren und drückt die Daumen, dass dann dicker kommt. Nö, drückt die Daumen, dass ein Fisch kommt. Muss ja nicht immer dicker sein. Auch einen kleinen Wels muss man erst mal fangen. Im letzten Licht geht es jetzt rüber auf diese Sandbankspitze hier. Auf jeden Fall schaut es gut aus, geht bis auf 3 Meter runter. Schaut mal. Und genau hier würde ich gerne noch einen Köder präsentieren. Müssen wir nur mal gucken, wie wir das am besten machen. Dass der Köder hier vorne schön im Ruhigen bleibt. Welcher Punkt da der beste ist. Gehen wir mal raus. Ich hoffe, ihr erkennt noch ein bisschen was. Ist schon richtig dunkel jetzt. Und auf der Sandbank hier, auf dieser Sandspitze, habe ich natürlich keine Möglichkeiten, irgendwas anzubinden. Und da kommt der Bomber Hunter Stick. Dieses krasse Teil hier zum Einsatz. Den schraube ich hier in den Boden rein, relativ weit oben. Und habe so den perfekten Anbindepunkt. Wie der genau aussieht, zeige ich euch morgen bei Tageslicht. Jetzt muss die Rute raus und dann kehrt hier Ruhe ein. Schön weit oben einschrauben. Unten mit dem Erdspieß. Mit dem Bohrer geht es ganz gut mit den Händen. Ballert ihn so weit rein, wie es geht. Denn wenn der weg ist, wäre es schade. Ich bin jetzt hier 1 Meter über der Wasserlinie, also definitiv kommt hier das Wasser hin. So, jetzt hole ich meinen Ausleger noch schnell. Anknoten und dann geht's zurück. Guckt euch mal den Laternenmast hier an, mitten im Nirgendwo. Mal nachgucken. Ach, ja, der ist fest. Schön weit oben anbinden. Gibt schon geile Sachen für uns Welsangler. Der hält. Perfekt, wenn kein Baum da ist, kommt halt der Bomberhunter-Stick zum Einsatz. So, ich habe jetzt meinen Fixpunkt erzeugt. Ich bereite jetzt noch schnell meinen Ausleger vor. Kommt wieder so ein kleiner 10 Gramm Ausleger zum Einsatz. Die Montage wird wieder eine Oberflächenmontage. 30 Gramm gelohnte Dark Fronts und Blei. Darunter die Haarmontage. So. Jetzt noch die exakte Entfernung einstellen. Ich habe hier nur ein 30 Gramm Blei drauf, weil hier kaum Strömung aktuell noch ist hinter der Sandbankspitze. Ich muss jetzt darauf achten, wo mein Boot steht, so
drüben, damit ich den richtigen Abstand habe. Ja, hier wird es ja gleich in der Sandbankkante tief. Brauche ich gar nicht so weit raus. Zur Einstellung der Tiefe stelle ich mich im Boot hin. Kann ich das perfekt machen. Und Abfahrt. So, die Ruten sind scharf. Wo ist mein Hund? Das war ja klar. Mein Hund hat sich bei mir in den Schlafsack gelegt. Finny, darfst du das? Darf man das? Und der Papa? Du warst die ganze Zeit im Schlamm. Papa schläft heute da drüben, auf deiner Seite. Und du da. Passt. Alles gut. Die Ruten sind scharf. Wir beide haben es uns jetzt hier im Bootszelt gemütlich gemacht. Heute Mittag hatten wir ja ein Festmahl, unseren Köderfisch. Heute Abend gibt es deswegen leichte Kost. Eine schöne Chocolate von Y-Food. Das reicht mir auf jeden Fall. Finny hat schon gegessen. Die pennt schon wieder. Voller Magen. Macht müde. Aber ich muss fit bleiben, wach bleiben. Schauen wir mal. Ich bin guter Dinge. Ich hoffe, dass jetzt keine großen Treibholzinseln hier runterkommen. Aber ich habe probiert, meine Montagen, die Top-Water-Montagen, die Schnüre möglichst weit oben über den Fluss zu lenken. Also definitiv sind die 2 Meter über der Wasseroberfläche. Das sollte reichen bis morgen früh. Die U-Pose schön umzulenken. Bin gespannt. Noch immer ist der Fluss nicht braun. Wenn der Fluss sich eintrübt, geht es meistens dann richtig los. Wir werden sehen. Wenn es knallt, seid ihr auf jeden Fall dabei. Bis später. Wunderschönen guten Morgen. Mal gucken, ob ich mich vom Ufer hier kriege, also vom Boot, ob ich mit dem Schlauchboot raus muss. Jetzt kommt er ganz gut. Boah, ist das Wasser gestiegen. Am anderen Ufer gewesen, vor dem Einlauf von dem Überschwemmungsgebiet. Das ist ein putziger Kamerad.
entwickelt. Voilà, das hat ja gut geklappt. Der wollte, glaube ich, das klonte Dark Bronzenblei mitfressen. Cool, schöner Fisch. Freut mich. Geil. Topwatermontage nah an dem Einlauf vom Überschwemmungsgebiet drüben, von dem Grasland. Geiler Fisch. Mega. Der darf natürlich gleich wieder zurück. Und wir machen es jetzt wieder in Schlafsack. Zuvor zeige ich euch aber noch mal am Boot, wie hoch das Wasser jetzt schon gestiegen ist. Ich habe in weiser Voraussicht gestern Abend noch alles vom Ufer aufs Boot hier gestellt, was wir draußen gelagert haben, aus Platzgründen. Und das war auch goldrichtig, denn schaut mal, die Insel ist so gut wie überflutet. Und gestern hatten wir noch einen guten 1,20 Meter, 1,30 Meter Luft nach oben. Und das ist jetzt schon mal weg. Also mein Zeug, was ich hier draußen abgestellt hatte, wäre jetzt demnächst bald losgeschwommen. Die Welle ist angekommen, das Wasser hat sich auch schon gut eingetrübt und der erste Fisch ist gefangen. So soll es doch sein. Einen wunderschönen guten Morgen. Schaut mal, was aus unserer Insel geworden ist. Ist weg. Guckt oben nur noch ein bisschen Gras raus. Alles abgesoffen. Von gestern Abend bis jetzt heute früh, wir haben 7 Uhr. Also knappe 2 Meter sind über Nacht gekommen. Wahnsinn, Wahnsinn, wie schnell das geht. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr immer auf dieser App oder auf dieser Wasserstandsmeldung, egal an welchem Fluss ihr unterwegs seid, ein bisschen einen Blick drauf habt. Denn wenn ihr von sowas überrascht werdet und nicht auf dem Boot sitzt wie ich, sondern am Ufer im Zelt und nachts gut schlaft, dann wird es ganz, ganz schnell gefährlich und ihr könnt auch einen Großteil eurer Ausrüstung verlieren, denn es wird einfach wegschwimmen. Und ihr wacht auf, wenn ihr nasse Füße im Schlafsack bekommt. Ja, ein Fisch kam, ich bin ganz zufrieden. Vor allen Dingen in dieser Phase, wo das Wasser anfängt zu steigen, ist es immer nicht ganz einfach zu spekulieren. Drüben mit dem überfluteten Wald, mit diesem vollgelaufenen Grasland, da kam der Biss. Und jetzt werde ich weiterziehen, ein bisschen tiefer ins Überschwemmungsgebiet rein, mir einen neuen Platz raussuchen. Und wie es da weitergeht, das seht ihr im nächsten Video. Viele Grüße, dicke Fische für euch und alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.